Er ist der von Oberösterreich und er sieht fast so aus wie mein Opa, nur dass mein Opa etwas weniger Haare hat. Er trägt so wie jeder einen Anzug. So wie jeder so, oder nur so wie jeder Politiker? So wie jeder Politiker. Er ist klein. Er hat schwarze Augen und ist bei den Schwarzen. Aber er ist kein Afrikaner. Er ist auf dem Wien. Er muss das Land Oberösterreich vertreten. Glaubst du, er hat eine Yacht? Nein. Und überhaupt ein Auto. Dann fährt er eben mit einem Porsche zur Arbeit. Ja. Und lass den Chef raushängen. Ja, was? So, yo, ich bin der Boss, oder so. Jetzt kommt der Boss in der City. Wir glauben, er steht um 6 Uhr auf und wird danach mit einer Limousine abgeholt und wird dann in seine Arbeit gebracht. Wo sitzt er denn? Sitzt er im Landhaus? Ja, dass du darüber fragst, wie das war, wie es selber nicht. Und er ist auf wichtigen Fotos drauf, die was mit Oberösterreich zu tun haben. Und er entscheidet auch über Gesetze. Mit. Mit. Also, ich glaube, dass er in der Welt umfliegt und ja, er stellt Regeln her für Oberösterreich. Er wohnt in Oberösterreich. Ich glaube, dass ich ihn schon einmal getroffen habe und mit ihm ein Foto gemacht habe. Bei einem Auftritt von mir. Also man sieht ihn manchmal im Fernsehen. In den Nachrichten. Am ORF2. Und ich glaube, aber ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich glaube, dass er im Landhaus sitzt, aber ich weiß nicht, ob es stimmt. Egal, es ist so sehr geschnitten. Okay. Wahrscheinlich tut er fischen. So wie jeder. Kann das weg. Das tut doch nicht jeder Politiker, das tut nur der Dobusch. Oder dann ist er andere. Er, bei seinem Nachnamen versteckt sich eine Beilage. Was? Püree. Verstehst? Begrüßen Sie mit einem herzlichen Applaus den Landeshauptmann von Oberösterreich, Dr. Josef Püringer.